Ja, hallo. Heute ist wieder Mittwoch und das bedeutet, dass heute wieder Joshua Zeit ist. Das Thema dieser Woche ist Dinge, die einem auf den Weg Kraft geben. Ich habe jetzt ca. 8 Punkte, wo ich einmal sagen würde, das sind diese Dinge, die mir zurzeit dafür wichtig sind, beziehungsweise die mir dann in Kraft geben würden. Ich denke aber, dass sich das doch von den Monaten her dann irgendwann gibt, beziehungsweise sich überlegt, weil irgendwann sind diese Punkte jetzt nicht mehr so wichtig, beziehungsweise es wird zum Alltag. Und ja, als erstes ist für mich gerade ein guter Punkt geworden, Thema Freiheit für mich. Ja, weil ich bin vor kurzem ausgezogen bei meinen Eltern, habe jetzt meine eigene Wohnung, hatte mich von meiner Ex-Freundin getrennt. Jetzt nicht deswegen, aber es war halt auch ein Punkt, dass ich mir dachte, ich kann jetzt in dem Sinne frei sein, kann meine Transsexualität in dem Sinne ausleben, da ich die davor immer ein bisschen verdrängt habe oder ja, ich würde es so nennen. Und ja, deswegen. Ja, und nun kann ich halt meinen Weg gehen und lasse die Leute daran teilhaben, wo ich sage, die möchte ich dabei haben, sie dürfen mich unterstützen, etc. Punkt 2 sind die Reaktionen. Ich finde, also auch gerade für mich war die Reaktion sehr wichtig, von meiner besten Freundin zum Beispiel oder generell von meinen Freunden, wo ich mich geoutet habe. Dadurch habe ich mir ein bisschen Mut gemacht und bis auch dann hat er diesen Mut bekommen, diese Zustimmung. Und ich denke, dass ich mit dieser Reaktion arbeiten kann und dass ich mich dadurch auch weiter outen kann, zwecks in der Familienrichtung und so, denke ich, dass ich dadurch jetzt den Mut habe und den Rückhalt von meinen Freunden. Generell zähle ich da auch noch mit da hinein, dass dass zum Beispiel schnell umgesetzt wird, dass man zu mir sagt, denn er, Herr, dergleichen halt alles. Und ja, Punkt 3 ist für mich Thema Sport. Also ich bin generell also ein sehr sportlicher Mensch. Jetzt so in den letzten Jahren jetzt nicht so, aber ja, weil da kann man einfach den Kopf frei ausschalten. Kann ganz Gedanken halt loslassen, finde ich es am besten, weil man muss auch einen Ausgleich haben zum Alltag und zum Arbeitsleben. Mein Hobbysport ist also zum Beispiel Boxen. Da kann ich meine ganze Kraft, sage ich mal, einfach auf diesen Boxsack ausüben, ja, einfach mal drauf losschmettern, ja, egal ob es irgendwas mit der Familie zu tun hat oder sonstiges und kann aber dadurch auch meine Kraft, finde ich, auch wieder aufbauen und kann sagen, okay, ich habe jetzt neue Kraft, ich kann jetzt weitermachen. Und ja, deswegen. Der vierte Punkt ist Natur. Also ich finde es auch mal entspannend, mit dem Hund spazieren zu gehen, einfach mal draußen. Und einfach mal irgendwo sich hinzusetzen, wenn die Sonne scheint, also gerade im Sommer, ja. Und einfach mal draußen Skateboard fahren, Longboard fahren oder spazieren gehen, Fahrrad fahren, ja. Halt einfach diese Dinge, dass man sich halt ein bisschen beschäftigt, nicht nur zu Hause rumsitzt. Und ja. Bei mir ist Punkt 5 Erfolge. Habe ich jetzt mit reingenommen. Halt alles, wenn man sich geoutet hat und das perfekt ist, dann zählt das ja zum Erfolg. Man freut sich und man denkt sich, das gibt mir Kraft, dass ich weitermache. Dann wie die erste Therapiestunde, Antrag bei der Krankenkasse, halt die ganzen Schritte, die man halt gehen muss. Es gibt dann ja immer Kraft, dass man weitermacht. Und ja, wirklich viel zu erzählen, finde ich, gibt es dort jetzt nicht.
Punkt 6 finde ich, ist jetzt auch schon gut oder halt so wichtig. Ich finde, wenn man andere Transmänner, wenn man mit denen halt Kontakt hat, sich mit denen anfreundet, und die dich halt auf einer freundschaftlichen Basis mit unterstützen, die halt sagen, hey komm, ich helfe dir dabei, darüber können wir reden, mach das am besten so oder so. Ne, die dir halt deine Unsicherheit nicht nehmen, aber ja. Denn bei mir Punkt 7 sind noch die ist das Punkt Reden. Gerade über die Transsexualität mit den Freunden ist es, denke ich, wirklich das Beste, dass man sich einfach nochmal redet. Also halt alles von der Seele reden in dem Sinne, egal über welches Thema oder sonst was. Und Punkt 8 ist bei mir die Öffentlichkeit. Ist jetzt nicht so besonders, aber ich sage mal, wenn ich mit meinem kleinen Hund immer draußen bin, ein bisschen unterwegs bin. Also mich sprechen noch immer welche an von wegen, junger Mann, können Sie ein bisschen zur Seite gehen? Oder den Tag hatte ich mein Handy in die Hosentasche gepackt und bin ich ausgestiegen. Und dann meinte eine ältere Dame zu mir, junger Mann, Ihr Handy fällt aus der Tasche. Und ich meinte dann so, nee, meine Tasche ist leider zu klein und das Handy zu groß. Ist alles in Ordnung. Also ja, das ist vielleicht in dem Sinne nichts mit Kraft zu tun, aber ja, ich finde es halt schön, wenn man das so zu hören bekommt. Ja, das waren jetzt so meine Dinge, wo ich denke, finde, dass das so mir passt. Ja, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann nächste Woche bei dem Thema. Und ja, viel Spaß mit den nächsten Videos, die die Woche noch kommen werden. Und ich sage dann einfach mal, ciao.